So, hallo. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Diesmal habe ich gar keinen Plan, was wir machen. Beziehungsweise indirekt schon. Also ich habe keine vorgeschlagenen Sachen, so wollte ich das sagen. Was wir machen, ist natürlich klar. Wir haben ja noch ein Level von Alina hier und wahrscheinlich hat sich dann auch was getan. Guck mal, der Twax hat schon ein neues Level hochgeladen. Da ist das Puzzle-Level einfach verschwunden. Das müssen wir hier noch spielen, das machen wir gleich. Da ist das Puzzle-Level einfach verschwunden. Nein, da ist es nur. Hä? Warum ist das aus meinem Aktualitätsding verschwunden? Was ist passiert? Mario Maker weiß auch nicht, was er will, ne? Also, wahrscheinlich hat sie es gelöscht, aber es wurde bei ihr noch unter hochgeladene Level angezeigt, aber darauf zugreifen kann ich nicht. Und wenn ich darauf zugreifen will, schmeißt du mich gleich komplett aus allem raus. Alles klar. Das auf jeden Fall top programmiert. So, wir versuchen das nochmal. Ah, guck mal, jetzt ist es weg. Interessant. Gut. Verstehe ich jetzt gar nicht. Nein, also es, naja, ja, ihr habt ja gesehen. Das war halt. Naja. 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 Geschafft haben wir es. Es war schaffbar, aber es war fies. So. Gar nicht fies hingegen ist das hier wahrscheinlich. Und auch hier sieht man schon wieder, ne, man muss jetzt natürlich Odyssey kennen, um hier die ganzen Sachen zu verstehen, sonst versteht man das Level halt nicht. Aber man erkennt schon, ja, man erkennt schon ziemlich eindeutig die Anspielungen. Oh ja. Natürlich ist man eigentlich an der Wand gelaufen, also auf dem Kopf gelaufen in der Originalpyramide. Zu sehen auch auf meinem Kanal. Ja, gut. Na, das hier, genau. Man ist auf den Kopf gelaufen. Ah, sehr schön. Dann wieder so. Und dann kam so ein Abschnitt, wo man über eine Schlucht musste und durch eine Wand durch. Aber ich glaube, ob man das hier implementieren kann? Glaube, es geht einfach nur so ein bisschen rauf und runter immer. Genau, jetzt sind wir wieder auf dem Kopf. Genau, das wechselt so ein bisschen hin und her. Hallo, gib mir das. Das wechselt so ein bisschen hin und her. Jo. Das, war interessant. Das waren ein bisschen viele, aber okay. Ich weiß den Re. Den Rest schon gar nicht mehr. Okay, wenn man kein Power-Up an der Stelle hat, ist man doch komplett. Oder kann man die. Vielleicht kann man die erledigen, wenn man auf den in der Mitte drauf springt, so ein bisschen. Oh, ich wollte gerade gucken, ob ich die Röhre kann. Ach doch, ich kann durch die Wand durch. War da an der. Genau, da war an der Stelle waren auch. Ja, doch, das war auch genau. Da war ein Mond hier hinten in dem Versteck. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist die Röhre, wo die Goombas runter. Ja, doch, das gab es im Original ja auch. Und dann war hier ein Mond. Genau. Genau. Ach, wie cool. Und jetzt war man. Ne, jetzt war man auch noch nicht oben. Jetzt kommt die Stelle, wo man einmal durch die Wand durch konnte. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich habe ein bisschen Angst, was da rauskommt. Ja, hi. Okay, ich muss den selber stoppen. Gut. Und dann kommt nochmal der Ab. Ja. Oh je. Oh je, der wird mich doch jetzt voll abschießen. Ja. Oh, das wird unangenehm. Okay. Das hat geklappt. Nochmal der ganze Spaß. Das klappt sogar ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Okay, sehr schön. Und jetzt. Ja. Und jetzt war man oben. Genau. Und hier in dem Fall kommt noch ein Bossi.
ein Bossi in Form von Bowsi. Wenn ich jetzt nicht nochmal eine Blume bekomme, habe ich ein Problem. Dankeschön. Muss ich den besiegen? Ja. Oh, hi. Mach dich mal weg. Oh Gott! Ich bin gar nicht da. So, tschüssi. Also schön nachgebaut. Man erkennt vieles wieder, ja. Also, solche Level macht sie echt schön, das mit dem Rätsel. War halt mal ein... Oh, ich mache jetzt hier Ende kaputt. Eigentlich fährt man damit jetzt mit dem Ding hoch. Ich habe es aber kaputt gemacht. Dafür laufe ich jetzt hier runter. Guck mal, da kommt's wieder. Und jetzt weiß ich natürlich aber nicht, ob sie da oben was hingesetzt hat. Wir spielen es aber gleich eh nochmal. Weil... Bei 1,56 habe ich das Gefühl, dass ich da was reißen kann. Ich habe voll was gerissen. Nämlich die Schädeldecke habe ich mir aufgerissen. So. Ah, da war ja am Anfang ein Feuer. Da war ja am Anfang ein Feuerchen. Aber ich bleib dabei. Das, sowas ist echt schön. Ne, so Sachen wieder auf, so Sachen aufbauen, die man... Ah, ich hab's vergessen. Die man schon mal wo gesehen hat, so wie bei dem Herr der Ringe oder bei dem Harry Potter Ding. So bekannte Sachen einfach, sozusagen. Ah, jetzt muss ich doch aber gleich das Power-Up mir nehmen, weil sonst komme ich doch gar nicht an den Dingern durch. Ne? Ah, das war gar nicht... Ah, das war nicht hier! Mist. Vielleicht ist es doch ein bisschen schwierig mit dem Weltrekord. Ja, natürlich ist der nach einer Weile wieder weg. Das ist mir alles bewusst. Es geht darum, zu gucken, ob man besser werden kann als der aktuell Beste. Das ist alles. Wenn es zu viele Leute gespielt haben und dann ein Weltrekord da ist, dann gehe ich davon aus, dass das jemand gespielt hat, der weit, weit, weit besser ist als ich. Dann versuche ich das gar nicht erst. Aber hier, von der Zeit, die ich gesehen habe, habe ich einfach das Gefühl, die könnte man toppen. Nicht sicher. Vor allem, wenn ich mich so anstelle. Ich mache hier gerade schon viel zu langsam. Es ist mir schon bewusst, dass ich hier gerade... Ach ja, Blatt. Es ist mir schon bewusst, dass ich gerade viel zu langsam bin. So, und jetzt kommt das Problem natürlich, dass ich... Ah, natürlich kann man die wegdrehen. Ha, 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 ha. Na klar. Aber auch dann gilt, dass man... Also, wenn man jetzt klein ist, kommt man da nicht... Muss ich mal ausprobieren. Muss ich nachher mal ausprobieren, ist gerade schlecht. Ich habe den Checkpoint nicht. Oh Gott, ich habe den Checkpoint nicht ausgelöst. Alles egal. Ist egal. So, hier will ich eh lieber klein sein. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Das macht jetzt keinen Unterschied. Nein, schieß! Du Hund! Du Hund! Okay, nice. So, jetzt vorsichtig bei dem Kollegen. Nein! Ich sag's noch. Ich sag's noch. Oh, ja moin. Ja, stimmt, den Pilz hier am Anfang holen will ich gar nicht. Ich krieg dann eh das Blatt. Ich spare hier auf jeden Fall nochmal Zeit, indem ich hier drüber springe. Oh! Was vergessen. Ich hab deine Kleinigkeit vergessen. Ups. Vielleicht will ich doch mir den Pilz am Anfang holen. Eben damit ich genau das hier machen kann. Und dann hier die Zeit spare. Aber jetzt wieder blöd, ne? Ja, das könnte man, glaube ich, an einem Stück schaffen. Das könnte man in einem Stück schaffen. Nicht sicher. Nein, jetzt... Ah, Mann. Da verliert man Zeit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, die Zeit, die ich da verliere. Nein! Ach, Mann. Ja, das ist so ein bisschen... Ich bin doof. Das ist so ein bisschen einfach eigene Challenge, ne? Man will einfach wissen, ob man es schaffen kann oder nicht.
Und wenn es sich so anfühlt, dass man es schaffen könnte... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das noch? Yes! Das war verdammt knapp jetzt. Ja, und wenn es sich so anfühlt, dass man es schaffen könnte, dann ist da einfach so dieses... Warum bin ich denn so? Dann ist da einfach dieser Ehrgeiz da, der sagt, hey, probier's doch einfach mal aus. So, zack. Nee, wir machen's vorsichtig, so. Die Millisekunde, die ich hier rausnehme, reicht jetzt nicht so. Oh, verdammt! Ach Mann, warum merke ich mir denn diesen Mist nicht? Kann doch nicht wahr sein. Ah, stimmt, da kann ich auch warten, bis der runterkommt. Das macht jetzt auch nicht die Zeit aus. Ja, genau das wollte ich. Gut, kann man also machen. Aber man weiß nicht genau, wann man abspringen muss. Das ist ein bisschen... Die kann man bestimmt auch... Ah, Mann, da kann man bestimmt auch mehrere auf einmal mitnehmen. Nur ich bin halt wieder zu doof für. Geh da rein! Grrr. So, gib mir das Blatt. Gut. Dann drehen wir uns hier einmal durch. Wusste wohl. Dann drehen wir uns hier einmal durch. So. Ich hab's wieder nicht mitgenommen. Nein! Aber jetzt würde ich dann doch kurz warten, bis hier nochmal ein Blatt rauskommt. Wobei, nee, es ist dumm. Weil... Nee, so dumm ist es gar nicht. Wenn ich hier groß bin, kann ich mir einen Sprung sparen, nämlich den hinten. Den ersten werde ich machen. Und dann kann ich mir... Mist! Jetzt kann ich mir wieder keinen Sprung sparen. Weil doof. Schieß doch! Ah! Warum schießt du denn nicht? So. Jetzt aber. Das machen wir nicht nochmal. So. Mann. Okay, go, 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 go. Bowser muss sterben. Ganz schnell. Nein! Ah, da muss ich springen. Nein, ich verfehle ihn die ganze Zeit. Das macht alles zeitlich natürlich jetzt schlimmer. Ach, jetzt geh doch nicht auf die Blume. Oh, du bist so doof, ne? Mach dich weg jetzt. Dankeschön. Mann. Jene Zeit. Oh, oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ach, guck mal, da oben ist sogar noch eine Münze. Ha, aber ich glaube, das war nix. Ich glaube, das war nix. Sag, hab nix gesagt. Hab nix gesagt. Okay, hab nix gesagt. Gut. Gut, gut, gut. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr genervt. Aber den Versuch musste ich mir einfach geben. So. Baby Star Maya. Auch das sollte damit ein Level sein. Red Coins are not required. Shelmet is easy mode. Just enjoy. Gut, dann nehmen wir den Shelmet erstmal mit. Und nachher den Hard Mode. Ich will erstmal Erster werden. Einfach überall verewigen. So, gib mir Shelmet. Ach, da ist Shelmet. Ja, moin. So, Shelmet. Let's go. Also erstmal ohne Red Coins mit Helm. Können wir ja schon mal gucken, was uns so erwartet. Hä? Hä? Muss ich mit dem was machen? Weil da ist eine rote Münze, aber da komme ich doch gar nicht ran. Hä, was muss ich denn machen? Ah! Ach so! Ach, das ist... Ah! Oh, oh, was? Ah, jetzt hat er da... Ah! Das ist ja auch lustig. Was will ich denn mit dem Ding?
Das hier auch lustig gebaut. Oh mein Gott, wait. Okay, zum Glück sind da Linien. Das ist nett. Wait. Ja. Ja. Kommen die wieder? Achso, dafür ist die Reset-Dolle. Okay, alles klar. Ja gut, also Shelmet haben wir schon verloren. Ah, da habe ich nicht schnell genug geschalten, aber dafür ist ja der da. Okay, man muss auch noch schnell sein. Das ist natürlich nicht so gut. Weil ich nicht schnell bin. Go! Och, komm schon. Gibt's doch nicht. Das ist gar nicht knapp. Holy Mo, wo war der? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich knall jetzt. Oha, ach so, jetzt machen wir den hier. Okay, alles klar. Jish. Gut, gib mir den Helm. Wir spielen alles gleich ohne Helm auch nochmal. Bevor man mir hier sagt, ich mach's mir zu leicht. Ich will nur den Erster. Den Erster hole ich mir mit Helm. Das ist der Gedanke. Bisher wirkt das Level nämlich durchaus ohne Helm machbar. Ist das jetzt eine Reset oder was ist das? Ist das für die rote Münze? Hier geht's weiter, okay. Ich werde die rote Münze erstmal nicht haben, deswegen, ne? Oh Mama. I hab's versaut. Nee, komm ich nicht hin, schade. Okay. Gut. Aber wir haben ja einen Checkpoint irgendwo gehabt. Ach ja, hier. Da war ein Checkpoint. Und da ist er weg, der Helm. Gut, dann haben wir jetzt eh nicht das Ganze ohne Helm. Ja, ist okay. Ach so, ich muss... Ah, ich muss hinterher, wenn die hochgehen. Eigentlich. Nee, nix da hier. Gib mir nicht den Loser-Sound. Was ist das denn? Das ist ja frech. Oh, no. Ja, jetzt, wenn die oben sind. Ah. Ja, gut. Also, dann muss man halt kurz warten. Und dann muss man das so machen. Oh, da kommt er! Ich dachte, der fährt da oben jetzt rum. Und ich wollte warten, bis er wieder kommt. Und dann kommt er da unten. Okay. Das lief vorhin besser. Ach so, weil ich so geflogen bin. Ja. Das wird schon nochmal interessant, so ohne Helm. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal den Erster haben. So können wir uns auch das Level in Ruhe angucken. So, das habe ich jetzt alles noch nicht so ganz... Da unten ist die... Ach so, ah! Jetzt runter und dann fahre ich hier hoch und dann fahre ich... Okay, jetzt sehe ich den Weg. Und dann gehe ich hier rum. Und dann gehe ich... Da rum. Ah. Das ist jetzt aber wieder optional, ne? Die habe ich eigentlich nicht gebraucht. Gut. Holen wir uns nachher auch. Machen wir nachher alles mit den roten Coins. Also das Level spielen wir mehrmals. Will ich jetzt... Nee, ich will den nicht als Sprungbrett nutzen. Ich will einfach nur an ihm vorbei. Oh no! Jetzt habe ich Angst. Wir hatten keinen Checkpoint bisher. Hi! Hier kann ich durch. So. Jetzt warte ich hier. Jetzt kann ich durch. Okay, gib mir einen Checkpoint. Merci. Neuer Helmet. Helmet ist weg. Was ist passiert? Ah, Reset ist passiert. Boah, wie soll das denn ohne... What? Wie soll das denn ohne Helm gehen? Dann muss ich ja hier und dann darf ich mich nicht treffen lassen. Okay. Ah, so irgendwie. Ja gut, hat ja gar nichts gesagt, dass wir es dann auf Anhieb... Nein! Ach so, doch! Ich muss das mehrmals...
Oh. Verstanden. No. Oh Gott, Trix! Du Wahnsinniger. Okay. Was ist das? Ah, das ist, wenn ich runterfalle. Die Rückkehrtür. Ach so, jetzt machen wir sowas hier, ja? Okay. Oh boy. No, ja, genau, genau. Dafür ist die Rückkehrtür, okay? Ei, ei, ei. Aber jetzt ist der ja schon gedrückt. Ach so. Er hat mitgedacht. Schade. Nichts anderes zu erwarten von Trix. Der denkt leider mit. Jetzt drückt er den nicht. Alle Eventualitäten. So, jetzt ist okay. Jetzt gehen wir rüber. Ei. Und jetzt will ich da hoch. Was? Zur Hölle. So. Rüber? Ich will hier hin. Und dann will ich... Oh, das reicht nicht! Oh, das reicht... Oh, Mann! Oh, nein! Ich werde nicht Erster sein. In der Zwischenzeit schafft das doch jemand. Es ist nämlich kein schwieriges Level. Vor allem, wenn man es mit Helm spielt. Wie so ein Loop halt. Ah! Nein! Nein! Warum? Und aber auch hier wieder. Trix musste, um das hochzuladen, alles am Stück spielen. Das ist vielleicht irgendwo machbar, aber das ist super nervig. Nintendo, warum? Es würde doch reichen, wenn man beweist, dass jeder Abschnitt möglich ist. Keiner verlangt... Oh. Hä? Ich muss gar nicht hier hin. Ich muss dann da hoch. Ich muss diesen Hochsprung schaffen. Oh nein, ich dachte, der Hochsprung ist der optionale. Der da hinten ist der optionale, der machbar war. Hehe. Ich muss also den hier schaffen. Aber der fühlt sich halt gar nicht so einfach an. Ach so, ich muss abspringen vom Schwert, dann fühlt es sich doch vielleicht einfach an. Okay, dann geht's hier zum Ziel. Kein Quatsch mehr machen. Got you. Puh, okay. Sind wir Erster geworden? Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat jemand anders schon geschafft jetzt. In der Zeit. Doch, wir sind ja... Was für eine Scheißzeit, Alter. Okay. Okay. Let's go. So, jetzt ohne Helm und mit roten Münzen. Tja, Entschuldigung. Also, die erste rote Münze ist da. Ah, ich weiß. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss den hier losschicken. Und der verschiebt mir jetzt da drüben. Wo fährt der denn hin? Hilfe! Der verschiebt mir jetzt hier drüben. Genau. Ne? Das Ding verschiebt der und jetzt komme ich da an die rote Münze. Einfach ran. Ohne Probleme. Gut. Hilfe? Okay. So weit. So gut. Hops. Und hops. So. Ach, der Checkpoint kam es im... Nein.
Kann ich in dem Raum sterben? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ah, ich muss ja schnell sein. Vergessen! Okay. So. Ah, warte, unten vielleicht noch eine Münze. Okay, ich musste gucken, ob da eine Münze ist. Ich bin jetzt bewusst runtergefallen. Ich war mir nicht mehr sicher. Gut, dann kann ich hier nicht sterben. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall zum Checkpoint. Das ist schon mal jut. Dann muss ich den ersten Raum nicht mehr machen. Das ist auch gut. Bam, badam, bam, bam. Ich bin doof. Oh mein Gott, war das doof. So. Donk, donk. Hier noch irgendwas? Nein, dann durch. Checkpoint. So. Ohne die... den Helm. Du gehst weg. Du gehst auch weg. So, hier warten wir eine Runde, weil die jetzt gleich wieder runterfallen. Dann gehen wir hinterher, so schnell es geht. Vielleicht nicht ganz so schnell. Okay. Habe ich die roten Münzen jetzt noch? Ja, gut. So, hier warten wir. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir wollen jetzt ja nicht auf Zeit spielen, sondern auf rote Münzen. Bam, badam, bam. Das heißt, hier muss ich jetzt ja auch. Bloß einmal so als Frage. Die roten Münzen holt man sich dann aber vielleicht doch mit dem Helm, oder? Also ist diese rote Münze hier ohne Helm gedacht? Ich leg den gleich wieder ab, aber die hier, diese da, ne? Die kommt mir doch ein bisschen arg merkwürdig vor, so ohne, mit Helm. So, weg damit. Dann ist einmal da oben der Fisch und dann ist er einmal da unten und wir sind raus. So. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Ja, jetzt muss ich hier durchkommen. Im besten Fall, wenn die unten sind. Ja, wenn die unten sind. Genauso hier. Okay. Und jetzt ist hier drüben noch Zeug. Da ist bestimmt noch mal eine rote Münze oder sowas. Ah, nee, das ist eine Röhre. Ah, da gibt es nochmal den Helm mit. Aber wir spielen ja nicht den Easy Mode. Aber das heißt, rote Münze ist hier nicht mehr, ja? Okay. Oh nein, hier kann ich auch sterben. Oh, jetzt sieht man übrigens, da ist der Fisch. Das heißt, das ist einfach nur... Hier drüben war gerade der andere Raum. Wir sind in der gleichen Ebene noch. Aber hier kann ich sterben. Ah, das ist jetzt nicht gut. Da ist jetzt nicht gut. Da klein sein ist nicht gut. Vor allem, ich weiß jetzt halt nicht, ob irgendwo noch eine extra Challenge... Ach ja, doch, das ist diese extra Challenge mit der roten Münze. Okay, die haben wir. Die haben wir. Gut. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Dann krieg ich den nächsten Checkpoint. Okay, zack. Alles klar. Nein, da kam noch kein Checkpoint. Da kam jetzt der Raum. Lass mich in Ruhe. Wow, das wollte ich nicht. Okay, wenn der oben ist, muss ich durch. Wenn der ganz oben ist, weil sonst traue ich mich nicht. So, jetzt. Nein, ich wusste, dass das passieren wird. Okay. Von vorn. Also halt nicht von vorne, aber von hier. Okay.
Ah, ich habe den Helm nicht mitgenommen. Soll ich jetzt an die Münze hier rankommen? Oh boy. Ah, das ist, also das ist ohne Münze, ohne Helm, stelle ich mir das echt krass vor. Nein, man muss so ganz langsam sich rantasten. Das ist mir schon bewusst, wie es gedacht ist, aber... Man hat dann echt nicht viel Zeit dafür. Nein, das war's fast. Oh, nee, 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 nicht Neustart. Nicht Neustart. Also für die Münze hole ich mir den Helm. Das ist mir egal, ob das dann Easy Mode ist. Aber für die Münze hole ich mir den Helm. So, mach dich weg. So, einmal treffen lassen. Und einmal einfach durch. Hier rüber müssen wir nicht hin, haben wir schon gesehen. So. Ach ja, der Raum. Schon wieder... Ah, ich bin ja auf jeden Fall klein. Ich kriege ja kein Power-Up bis hierher. Ich kriege überhaupt kein Power-Up in dem Raum, in dem Level. Kommt mir gerade so... Ich habe kein Power-Up. Was ich krieg, sind Helme. Ha. Ha. So. Wait, da kommt der Fisch. Wofür sind überhaupt die Springboards, wenn man da eh hochspringen kann? Top, 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 top. So. Oh Gott, jetzt realisiere ich erst, dass ich hier immer klein werden sein. Dass ich immer klein sein. Nein! Überall anders gibt es Reset-Röhren. Türen. Warum nicht hier? Da, wo man am ehesten Quatsch macht. Aber jetzt habe ich die rote Münzen-Challenge angefangen. Jetzt habe ich schon wieder den Helm vergessen. Mist. Ach. Mist. Will ich sie auch zu Ende bringen, wollte ich sagen. Na, hier, die Springboards sind komplett überflüssig. Wollte ich nur mal sagen. So, ich nehme den jetzt als einen Hit mit. Ja, Easy Mode ist okay. Ich nehme den als einen Hit mit. Mir geht's um die Münzen. Denke, ich habe vorhin schon bewiesen, dass ich die Stelle ohne... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich komme nicht mehr an. Oh nein. Oh no. Man fühlt sich immer so blöd, wenn man hier spielt, ne? Aber wenn man dann anderen Leuten zuschaut, die halt auch Quatsch machen, dann fühlt man sich wieder gar nicht mehr so blöd. So. Jetzt muss ich es wieder ohne Power-Up, also ohne Helm, spielen. Es ist schon ein bisschen kritisch gebaut. So. Ei, 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 ei. Aber jetzt kommt halt noch der Wicklerraum. Das ist echt Checkpoint.
Ja, aber ich hab's verstanden. Man kann nur zwei Checkpoints irgendwie setzen. Geh weg. Nicht wieder da rein. Nicht wieder da rein. Not this time. Oh nein! Seht ihr, was ich sehe? Links oben. Oh Junge. Okay, die haben wir. Dann ist ja gut, dass ich da vorhin gestorben bin, weil die ist mir komplett... Die habe ich komplett nicht gesehen. So, das müsste eigentlich machbar sein. Und jetzt nur noch runter. Okay, nice, Checkpoint haben wir. Okay, drei rote Münzen. Aber wo sind denn hier jetzt noch drei rote Münzen? Ich glaube, ich habe welche übersehen. Toll. Aber ich sollte, glaube ich, erstmal runter gucken, ob da was ist. Ne? Nur so. Theoretisch. Genau, hier ist eine, wenn man schnell genug ist. Also das kriegen wir hin. Das haben wir vorhin schon geschafft. Das ist nicht das Problem. Was ist das hier? Das ist einfach so da. Okay. Gut. Nein! Will ich nicht. Mach das weg. So. Dann kriegen wir hier eine. Eine kriege ich auf jeden Fall dann noch in dem Raum mit dem Schuh. Mindestens. Da ist wahrscheinlich noch eine zweite. Ich hoffe, ich habe bisher keine übersehen. Ich beiß mir in den Hintern, wenn ich bisher eine übersehen habe. Ich beiß mir komplett in den Hintern. Nein! Ich darf da nicht so ungeduldig sein. Einfach mal ein bisschen mehr Geduld zeigen, dann passt die Geschichte auch. Man muss hier nur die Ecke erwischen. Das Schöne ist ja, die Ringe sind zum Glück echt kontrollierbar. Ah, jetzt ist der gerade unten. Rüber. Rüber. Nice. Okay, ich hoffe, da oben war nicht auch noch eine. Das wäre halt blöd. So. Genau, der Raum, ne? Da müssten jetzt theoretisch zwei Münzen sein, wenn ich nicht Quatsch gemacht habe. Aber ich weiß halt nur von einer. Nämlich die da hinten. Na, da ist noch eine gewesen, aber dann... Gut, da ist ja noch eine Röhre, in die wir nicht rein sind. Vielleicht ist da noch eine Münze. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Sonst ist die Challenge halt leider nicht geschafft. Nochmal renne ich nicht durch. No! Sehr schön. Jetzt bleibt mir nur diese Röhre. Ich hoffe, da ist dann die letzte Münze drin. Na, hier die Röhre. Ich hoffe, da ist noch eine rote Münze drin. Und nicht nur die Tür. Da ist noch eine rote Münze direkt bei der Tür. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir es geschafft. Also, vorausgesetzt, wir schaffen das hier jetzt noch. Das ist scheinbar nochmal eine Challenge in sich. Ach, du Grüne. Neune. Was kommt da denn jetzt noch alles, Twakes? Okay. Ich hab das verstanden, ja. Aber das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal... Oh nein. Den Quatsch nochmal spielen. Oh nein. Oh nein. Huh. F
Fun Fact, kommt mir gerade so. Man kann ja eine rote Challenge, eine rote Münzen-Challenge einbauen, ohne sie zu testen. Ne? Ich meine, Twix hat die sicherlich hundertprozentig getestet und das wird jetzt auch nicht komplett unmachbar sein. Aber grundsätzlich eine rote Münzen-Challenge, die nicht gebraucht wird, um das Level zu beenden, die optional ist, musst du nicht testen. Da kannst du einen kompletten Mist-Troll einbauen und das geht einfach gar nicht, ne? So, du lässt einen Spieler 7 Münzen sammeln und die 8. Münze versteckst du einfach hinter einer Wand, schön sichtbar am Ziel. So von wegen edgy-badgy, du kriegst die gar nicht. Hier wird nichts geplant. So. Aber das wäre ja mies. Haben bestimmt schon Leute gemacht. Hundertprozentig haben das schon Leute gemacht. Weil die sind ja optional dann. Die brauchst du ja nicht zum Level abschließen. Das heißt, Nintendo kann ja auch nicht prüfen, ob du die eingesammelt hast. Denn geprüft wird ja nur, ob das Level abgeschlossen wurde oder nicht. Eieiei. Ja, aber gut, genauso kannst du ja. Das waren ja diese Entwicklertüren und Entwicklerröhren aus Mario Maker 1, wo dann Leute einfach ein komplett schwieriges Level gebaut haben, was sie selber nicht geschafft haben. Haben sie aber einfach einen Weg direkt bis zum Ziel gebaut, den man einfach zum Beispiel durch eine versteckte Röhre bekommen kann. Und haben so ihr Level abgeschlossen und konnten so ihr Level hochladen. Und das darf jetzt nicht wahr sein. Und genau das wollte ja Nintendo jetzt eben verhindern mit diesem, mit dieser Mechanik, dass man, wenn Checkpoints und sowas eingebaut sind. Ja gut, und mittlerweile sind halt solche Sachen auch... Wait. Ich wollte gerade sagen. Ist der gar nicht mehr da jetzt, aber doch, doch. So, gar nicht mal so unknapp, das Ding. Gar nicht mal so unknapp, das Ding. Aber dass da... Oh, dass ich jetzt... Ich werde halt in dem Bonusraum jetzt noch öfter sterben. Das ist gerade echt mein Problem. Ich muss das jedes Mal neu spielen. Ah, das macht keinen Spaß. Wenn man schon so eine Challenge macht, dann müsste man das doch irgendwie kundenfreundlicher bauen. Können. Weiß nicht. Wahrscheinlich kann man es nicht. Weil Twix ist ja eigentlich kundenfreundlich. Irgendwie ein Checkpoint direkt vor mich, aber ich weiß es nicht. Oder eine... Das wäre vielleicht möglich, oder? Dass man sagt, man macht beim Checkpoint... Nee, ist nicht möglich. Nein. Nein, es ist nicht... Nee, ich rede gar nicht weiter, es ist nicht möglich. Ist das blöd. Ist das blöd. Ist das blöd. Schnell. Nein, komm hoch. Rüber. Durch. Okay, das ging schneller. Ah, ist trotzdem blöd. Ich will direkt zu dem Mistding. So kann ich halt überhaupt nicht die Stelle üben. Und ich mag die Challenge jetzt nicht abbrechen. Wir sind so nah dran. Wow. Wir sind so nah dran, ne? Wenn ich den Schuh mitnehmen könnte, das wäre es natürlich. Kann ich aber nicht. Boah, ich müsste den Schuh irgendwie mitnehmen können. Ich krieg den Schuh da nicht hoch. Ja, das ist das höchste der Gefühle und hier kommt kein Schuh mehr. Ah.
Ich nehme den Helm mit. Für den Mist nehme ich den Helm mit. Ich habe Angst. Vielleicht nehme ich auch doch keinen Helm mit. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt versaue, ne? Ich lösche mich, wenn ich das versaue. Okay, ich nehme doch keinen Helm mit und ich lösche mich auch nicht. Oh. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch irgendwas Böses. Aber die Tür führt mich ja nur hierhin zurück. Ah. Jetzt komme ich beim Ziel raus. Alright. Alright. Sheesh. Diese Red Coin Challenge. Das war schon eine Hausnummer. Ich hätte es jetzt mir mit dem Helm nochmal vereinfachen können, aber ich habe es dann doch nicht gebraucht. Zum Glück. Okay, ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Aber, puh. 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 Was haben wir hier für Kommentare? Oh mein Gott, wie cool ein Ring. Ja, Great Themed Level. Ach, das ist der Dusky, wo sie gesagt hat, der kommentiert alles und stalkt sie. I'm the new Eye of Sauron. Da ist einer reingesprungen. Amazing. Ja, ja, es war wirklich schön. Ich sollte auch mehr kommentieren. Das ist Feedback. Sollte auch mehr kommentieren. Aber gut. Was wird hier kommentiert? Weil das fand ich nicht so schön. Ja, gut. Ach ja. Dann? Warum aktualisiert den 500 Mal? Ich will jetzt halt einfach den Part beenden. Wir sind jetzt mal unter einer Stunde. Das können wir doch einfach mal nutzen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.